Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dossier, was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar geht es um den Baryonyx. Dabei handelt es sich um einen Fischfresser und sein Temperament ist passiv gegenüber Landkreaturen, aber aggressiv zu Wasserbewohnern. Ihr könnt ihn sowohl zähmen als auch reiten. Wie der Carnotaurus ist der Baryonyx eher ein kleiner Vertreter der großen Raubtiere. Während er nicht so stark ist wie manche Meeresräuber oder der Spinosaurus, ist der Baryonyx ein extrem schneller Schwimmer. Dabei ist er auch an Land noch flink genug, um den meisten dort lebenden Kreaturen gefährlich zu werden. Ein gezähmter Baryonyx lernt aufgrund seiner natürlichen Neigung zur Wasserjagd, Meeresbewohner effektiver zu töten. Zwischen seiner Schnelligkeit und Stärke ist der Baryonyx die ideale Wahl für jeden, der oft und mühelos zwischen Wasser- und Landreise wechseln möchte und Schnelligkeit und Beweglichkeit anstatt roher Gewalt vorzieht. Trotz dass der Baryonyx ein schneller, gefährlicher Dinosaurier ist, ernährt er sich fast ausschließlich von Fisch und anderen Meeresbewohnern. Grund dafür könnte sein hochspezifischer Metabolismus sein, welcher es ihm erlaubt, seine Wunden fast übernatürlich schnell nach einer nahrhaften Fischmahlzeit zu heilen. Vielleicht liegt es daran, dass der Baryonyx selten Landkreaturen attackiert.